Smarana, ihr Lieben, ich halte den Planeten schon in der Hand. Ja, ihr Lieben, so ein tolles kosmisches Ereignis, wie es vor 3 Millionen Jahren auch schon mal stattgefunden hat, geschieht jetzt. Überlegt euch mal, was das, ja, wie unfassbar schön das ist. Und wir dürfen daran teilhaben. Jeder von euch, der in diesem Leben inkarniert ist, ist dafür auch inkarniert, um das zu erleben. Es ist so wundervoll und es ist, wie gesagt, es ist nicht Nibiru, es ist nicht Planet X, es ist ein ganz spezieller Aufstiegsplanet. Es wurde wohl bereits vorausgesagt von den Babyloniern und es wird sich jetzt erfüllen, aber damals, die waren natürlich sehr gut, die Babylonier. Die haben das schon geahnt, aber jetzt auf einmal entdecken wir das wieder und das ist etwas ganz Großartiges. Also für mich, ich habe Gänsehaut überall und ich werde mich heute mit euch einstimmen in diese Energie. Ich werde sie einfach mal channeln. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung wieder, was dabei herauskommt, aber das, was ich weiß, ist, dass dieser Planet, dieser relativ kleine Planet, man kann auch Zwergplanet sagen, dass er uns die Aufstiegsenergie bringt, dass er uns unterstützen wird, den Aufstieg einfach schneller, intensiver und besser zu durchleben, sozusagen. Und das ist ein himmlisches Geschenk. Das ist wirklich ein Geschenk aus dem Universum für uns. Und dieses Geschenk sagt uns auch gleich, liebe Menschen, ihr seid nicht allein. Wir sind bei euch. Die Engel sagen das ja so oft, dass sie unsere Erde beobachten und bei uns sind. Und dies ist wirklich ein Zeichen vom Himmel, dass tatsächlich jemand da ist, der auf uns aufpasst, der uns eine geballte Energie jetzt schickt. Ihr müsst euch überlegen, vor 3 Millionen Jahren gab es menschenähnliche Spuren. Das war ganz am Anfang. Das gab so kleine Anzeichen von den Menschen und auch schon kurz vorher. Und jetzt kommt dieser Planet wieder, um mit seinem Licht einfach das, was damals diese Spuren, diese Saat der Menschen, die da so ausgestreut wurde, zu begutachten, mit seiner Liebe zu umarmen und zu sagen, jawohl. Ich hoffe doch, um zu sagen, jawohl, die Saat ist aufgegangen. Ihr seid alle großartig und wir schicken euch jetzt noch mal ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Kraft. Für mich ist das ein Zeichen der Veränderung, ein Zeichen des Wandels, denn das Sonnensystem ist ja riesig, unser Sonnensystem, und es gibt ja viele andere Sonnensysteme auch noch in der Galaxis, im Universum. Und dieser Planet, der ist ganz im Außenbereich unseres Sonnensystems und braucht ewig lange, bis er eben zu uns kommt. Wenn er das nächste Mal wiederkommt, dann dauert es länger als 3 Millionen Jahre. Also es ist wirklich ein riesengroßes Geschehen, was uns da ereilt und zu dem wir eingeladen sind, daran teilzunehmen. Wenn ich jetzt so an die Zeit denke, als Jesus geboren wurde oder vorher, da war der Stern von Bethlehem zu sehen, dieser Stern mit dem Schweif. Das erinnert mich irgendwie jetzt an diesen Planeten, an diesen Stern. Der kommt in unseren Bereich, wir werden ihn sehen und er wird grün leuchten, er hat einen grünen Schimmer und bringt uns die Energie der Hoffnung, die Energie der Heilung. Für mich ist es so, ich kann das gut vergleichen. Damals mit dem Stern von Bethlehem hat ja auch was ganz Neues, Großes angefangen mit der Geburt von Jesus. Und für mich ist dieser Stern der Bote für das neue Zeitalter, für den Aufstieg, der Bote von etwas Wunderbarem Neuen. Und das dürfen wir erleben. Es ist unfassbar, sensationell, tief berührend,
Es gibt keine Worte, die das alles beschreiben, was ich dazu fühle. Und ich hoffe, dass ich euch das rüberbringen kann, dass ihr auch genauso wie ich, ja, mit in dieser Energie seid und euch einfach auch damit verbinden könnt nachher, wenn wir diese Meditation machen oder das Channeling, wie auch immer, einfach, ja, da das genauso zu fühlen und durch das Fühlen, was da entsteht, durch diese Verbindung, das Bewusstsein natürlich wieder nochmal auf eine ganz andere Stufe zu erheben. Wir haben uns jetzt die ganze Zeit auf die Dimensionen konzentriert, was auch richtig ist, ja, dass wir mit unserem Bewusstsein immer mehr eintauchen in die Dimensionen. Aber jetzt gilt es mal, mit Hilfe des Sterns, mit dieser Energie von den Planeten, das Bewusstsein zu erweitern und die Verbindung herzustellen zur geistigen Welt, die Verbindung herzustellen zu dem Neuen, der göttlichen Ordnung. Gerade jetzt, wo es hier auf der Erde so drunter und drüber geht, ist so eine Hilfe ja sensationell wunderschön. Und ich habe auch extra das Hintergrundbild so ein bisschen gewählt. Es ist zwar jetzt nicht grün, kein grüner Planet zu sehen, aber dennoch vermittelt es so einen Einblick in die unheimliche Größe des Universums. Etwas, was wir kaum verstehen können, weil wir ja auf unserer Erde leben und immer nur die Sterne am Himmel sehen und die bewundern. Also ich bewundere die Sterne auch so sehr. Und die Milchstraße, wenn man die sieht, das ist schon ein tolles Erlebnis. Und jetzt kommt dieser Planet zu uns und bringt einfach ganz viel Aufstiegsenergie und auch Erwachensenergie. Also er bringt uns die Unterstützung für unsere Gefühle, die zuzulassen und noch mehr in unsere Kraft. Einfach diese Kraft, die wir hier im dritten Chakra spüren, die darf sich noch viel mehr ausdehnen. Und ich bekomme gerade einen Impuls, dass wir uns mit dieser Energie, mit dem Planeten verbinden werden, um einfach zu fühlen, was uns das alles zu sagen hat. Ich soll auch jetzt gleich anfangen, ihr Lieben, und ich bin echt gespannt, was das für ein Channeling wird. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude dabei. Und ja, jetzt geht's los. Ich sprühe mich ein mit der 909. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr seid genauso oder ja, auch so aufgeregt wie ich. Es kommt auch darauf an, wie weit jetzt die Zirbeldrüse entwickelt ist bei euch, inwieweit ihr die Bilder zulasst, die kommen werden und die Gefühle, wie weit ihr einfach die Kontrolle abgeben könnt. Wer seine Zirbeldrüse gerne noch mehr schulen möchte oder ausdehnen möchte, der kann am Montag am Gesundheitsabend teilnehmen. Da wird um 22 Uhr die Zirbeldrüse gereinigt und auch das dritte Auge. Und da kann man sehr gut all diese Energien wahrnehmen. Ich bin jetzt schon mal verbunden geliebter Mensch, ich begrüße dich mit meiner Liebe
und mit meiner Achtsamkeit. Das, was wir heute zusammen machen, ist mit dem menschlichen Verstand nicht zu verstehen. Aus diesem Grunde bitte ich dich, dich auf deine Gefühle, auf dein Herz zu konzentrieren. Und wenn es dir möglich ist, dich so tief wie du kannst fallen zu lassen. Und so lass alle Gedanken wie die kleinen weißen Wolken am Himmel vorüberziehen und konzentriere dich auf dein Herz. Konzentriere dich auf deinen Bauch und verbinde nun Herz und Bauch, das Herzchakra mit dem Nabelchakra. Und richte deine Aufmerksamkeit auf dein drittes Auge. Verbinde nun das Nabelchakra mit dem Herzchakra und mit dem dritten Auge. Und bilde aus diesen Chakren jeweils einen Strahl, sodass nun drei Strahlen aus dir herausströmen. Bündele diese drei Strahlen zu einem Strahl und richte sie so wie ich in das Universum. Jetzt hüllt uns die Energie des Schutzes ein, die Energie der Liebe und des Schutzes, und ich richte meinen Strahl zu dem neuen Planeten, zu dem grünen Planeten, welcher bald bei uns sein wird. Tue dies auch für dich. Bitte deine Seele, deinen Strahl so zu lenken, deinen Strahl so zu lenken, dass er direkt zu dem grünen Planeten fließt und sich mit dieser Energie verbindet. Für mich ist dies wie eine Explosion der Hoffnung. Gewaltige Energien der Liebe umströmen mich. Hohe Energien des Erwachens berühren mich. Und ich weiß auf einmal ganz tief in meinem Herzen, dass alles gut wird. Ich fühle es ganz genau. Fühle du für dich, was dir dieser Planet vermittelt. Spüre die Liebe Gottes, welcher dieser Planet trägt, denn er vermittelt dir, ein Bote Gottes zu sein. Er trägt die Energie des tiefen Erwachens. Und so nimm nun aus Gottes Liebe die Energie des Erwachens auf, welche jetzt dir übertragen wird. Die Energie berührt dein Bewusstsein, dehnt dein Bewusstsein aus, und vielleicht spürst du ja die Wahrheit von Gottes Liebe. Die Wahrheit deiner Seele, denn deine Seele führt dich im Schutz der bedingungslosen Liebe zu all den Informationen, welche jetzt für dich wichtig sind,
Und so lass die Kontrolle los und lass dich tragen. Verbinde dich mit Gottes Liebe, so dass die Erwachensenergie durch dich strömt, durch jede einzelne Ader. Durch dich hindurch strömt, dich ausdehnt und anhebt. Und spüre nun von den Dimensionen, genau die Dimension, welche dich jetzt ruft. Und dann lass es zu, dass diese Energie zu dir fließt. Und dich in deinem Weg zum Erwachen führen darf. Lass es einfach zu. Du bist geschützt und wirst so tief geliebt von der geistigen Welt, dass die wundervollsten Energien und Botschaften jetzt zu dir fließen. Ich gebe dir ein wenig Zeit und halte die Energie für dich, sodass du diese Minuten jetzt voll genießen kannst. Nachdem du jetzt so viele wundervolle Energien bekommen hast, trägt dich deine Seele wieder in das Hier und Jetzt zurück. Du darfst die drei Strahlen, diesen gebündelten Strahl wieder zurückziehen und in deinen Chakren integrieren. Und bist nun ganz wieder in deiner Welt, in unserer Dimension. Bewegst deine Hände und Füße und kommst langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Öffnest deine Augen und schaust mich an. Für mich war es eine wundervolle Reise und ich bin so voller Liebe. Schreibt mir bitte unten rein, wie es für euch war und lest auch die Videobeschreibung unter dem Video. Da stehen wichtige Dinge für euch drin, wichtige Links. Da steht auch noch ein Sommerrabattgutscheincode drin, wo er bei uns im Shop im Moment bis Montag 20% günstiger einkaufen könnt. Und ich sage einfach nur Danke. Danke für diese wundervolle Energie. Und ich bin so voller Freude. Im Moment weiß man ja noch nicht genau, wann wirklich der Planet jetzt zu sehen ist.
Aber er ist tatsächlich so nah oder bald so nah, dass wir ihn erblicken können. Und ich werde euch natürlich unterrichten, wenn ich etwas Neues weiß. Auf jeden Fall haben wir schon ganz viele Informationen bekommen. Und es ist ein Zeichen der neuen Zeit. Ein Hoffnungsbringer, welcher uns stärken wird. Wenn es euch mal schlecht geht, dann denkt einfach daran, dass ganz viel Hilfe aus dem Universum für uns unterwegs ist. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.